3, 2, 1. Here we go! Richtig östlich. Richtig östlich. Laufe. Ja. Was hat denn den Falk bewogen, nach Prag zu kommen? Gar nichts. Es ist nur so, dass sich die Wiener Stadtväter interessanterweise für Prag etwas leisten, das sie sich für Wien nicht leisten wollen oder können oder wie immer. Und also ich bin also im Rahmen eines Wiener Kulturprogrammes hier in Prag. Und na, das haben sie sich geleistet. Irgendwelche Affinitäten zur Tschechei, Großmutter, dänische? Nein, gar nicht. Eher die ungarische Partie da. Eher die burgenländische. Abstammungsmäßig. Ja, meine Mutter ist aus dem Burgenland. Ja. Mhm. Aber vielleicht entdecke ich noch irgendwo eine. Die Pragerinnen, gerade die Pragerinnen sind ja von ganz, ganz seltener Anmut, wie man sagt. Vielleicht entdecke ich irgendwo eine kleine Schwester noch oder so. Das kann ja sein. Du singst doch irgendwann einmal ein Mann der Frauen, dass du ein Mann bist, der Frauen liebt. Jetzt ist es aber doch so, dass du eigentlich relativ viele männliche Fans hast im Verhältnis zu anderen Popstars. Hm. Was kann das lieben? An deinem Macho-Image? Ja, wie schreibt man das? Du musst wen anderen fragen, ich weiß gar nicht, was das ist. Aber vielleicht ist es ganz einfach so, dass ich zu den Männern gehöre, die das auch gern zugeben. Neuerdings wieder. Ist ja auch im Kommen, habe ich gehört. Aber ich weiß es nicht, wir haben ja in Wien da eine ganz berühmte Schule von Psychoanalytikern, vielleicht kann man die darauf ansetzen. Oder vielleicht unter Mithilfe irgendeines Frauenverbandes oder sowas. Wenn sie ein Gremium bilden, dann wird sich am Ende im Konsens höchstwahrscheinlich herausstellen, dass ich ein Macho bin. Ja. Also normalerweise die meisten Popstars haben ja geblockt, dass die ersten drei Reihen nur Frauen haben. Das wird mir da leider nicht passieren, weil wir haben da Springbrunnen. Wasserspiele sind also gratis hier in Prag. Wir haben einen schönen Springbrunnen vorne, der dann bei der ersten Nummer haben wir uns also ausgemacht. Eine unglaubliche Wassersäule wird sich gegen den Prager Himmel erheben. Na, wir werden es sehen. Und nachher gibt es Feuerwerk. Nachher gibt es Feuerwerk und nachher gibt es Molotschak. Brauchen die Brauchen. Der Ostblock, die Popmusik ist doch irgendwie immer noch recht dumpf, dumme mäßig, heilig, sonst was. Naja. Nachhilfe oder soll es froh sein, dass es ein Techno-Junk versandt hat? Ich glaube halt, dass
die unsere östlichen Nachbarn, also sowohl die Ungarn als auch die Tschechen, die Polen, die Russen sowieso halt ein Riesenproblem mit der Sprache haben. Wir wüssten tschechisch Rockmusik singen, wie soll denn das gehen? Eigentlich dürfte man ja auch nur italienisch Opern singen, wenn man es ganz, streng nimmt. Das geht mit Deutsch halt gerade, indem man halt dann zum Rock halt ein bisschen Englisch einfließen lässt, um das Ganze runter zu machen. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, tschechisch. Ich glaube, dass sie sehr wohl eine recht intensive Szene haben, aber halt eher Hardrock-Partie und so. Und halt im Prinzip auch nichts anderes machen, als die Engländer und die Amerikaner nachzuspielen. Ich bin aus dem Grund hier nicht nur, um die Pragerinnen anzuschauen und eine schöne Gage zu kassieren, sondern auch, um diese Stadt zu gewinnen, weil ich also glaube, dass Prag in den nächsten Jahren durchaus eine ernstzunehmende Konkurrenz für Wien werden wird. Nicht nur am kulturellen Sektor und Veranstaltungssektor, sondern überhaupt. Und wenn man da mal ein Bein in der Tür hat, ist ja nicht schlecht. Also die stete bauliche Substanz, da haben sie sich einiges bewahrt, was man in Wien erinnert. Wie geht es denn weiter beim Falken? Also das Haushaus habe ich da noch nicht gesehen, aber vielleicht kommt das noch. Wie es weitergeht bei mir, nur jetzt spielen wir dann einmal ein bisschen und dann fahre ich wieder heim und im Oktober fahre ich wahrscheinlich noch LA auf 6 Monate. Vielleicht wird bei diesem Urlaub auch Platten entstehen, wie es ja bei mir meistens ist, im Urlaub kommen immer die besten Platten. Man wird sehen. Gut. Viele Grazie. Seine Regel am Wochenende immer. Und da unten, okay. 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 Okay.
I can't, no, I can't. So, Mr. Edwards, how was the audience from the beginning to the end? The audience is kind of hard today. I don't know, I think it's too cold in Czechoslovakia. I think I got bitten by a mosquito. But it was a little bit stiff in the beginning? It was very stiff in the beginning, yeah. But I think one of the problems is this water between this place, like, I think it's about 50 meters between the people and the stage, and I think that's got a lot to do with it. Maybe they're not really used to pop concerts, but more hard rock and yeah, that could be.
That could be, yeah. But I think at the end it was okay, wasn't it? It was okay. You made it. Yeah. Can you see my eyes? Not really. No? It's good. So then what about your career? What about my career? Your third career? What do you mean now? What do you mean? Another big coming out? Yeah. Yeah, but I can't really say anything about it now. All right. So we have to make another interview some other time, so a real big one in TV and or in what's the name of Seidenblick or something, then I can tell you all about it. Okay? Thank you.
Yeah.
Dankeschön und auf Wiedersehen. Danke. Sind das Fernsehen oder wie? Skandal, Schlagzeile.